Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Dual Scanners mitgebracht. Die Dual Scanners, sind... Ich kann eigentlich dazu jetzt nicht viel sagen, die sind okay. Langsamer Attack Speed, niedrige Crit-Chance, niedriger Crit-Multiplikator, 10% Statuschance, das sind jetzt keine guten Stats. Also selbst wenn man richtig gute Mods reinklatscht, ist das Ergebnis nur okay. Also ich habe jetzt drin Prime Druckpunkt, Zustandsüberladung, Prime Raserei, trifft eine Berührung, drei Doppelmods und dann nässende Wunde. Das heißt, wir sind schon mal Base bei 32% Statuschance, skaliert hoch mit nässende Wunde und anstelle von Prime Raserei könnte man auch Berserker reinmachen. Damit sind wir im Endeffekt auch schneller auf die Dauer, aber bis mal Berserker ganz oben ist bei einer 5% Waffe, das ist nicht mein Ding. Auf Berserker gehe ich prinzipiell erst ab 7%, aber das ist einfach nur mein Geschmack, beziehungsweise ich habe einfach Primed Fury, von daher lohnt sich das jetzt nicht. Also für mich persönlich lohnt sich das jetzt nicht dermaßen auf Berserker zu gehen. Ohne Prime Fury würde ich es auch schon früher reinmachen, aber naja, ich habe den Mod halt. Also ihr seht schon, das Ergebnis hier, es ist okay, wenn man aufs Gegnerlevel achtet. Das ist immerhin Level 155. Aber gut ist es jetzt nicht. Also bis Gegnerlevel 100 dürfte das klar gehen. Aber ganz im Ernst, wenn man die Mods hat, die ich hier drin habe, dann gibt es wirklich gar keinen Grund, diese Waffe zu spielen. Also mehr als okay ist sie nicht. Wir haben auch noch geforste Procs durch unsere Haltung, also Schnittprocs, ich glaube auch noch Impact-Procs, also... Ja, der Bild funktioniert schon. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.